Deutschland, Österreich und die Schweiz sind unfassbar gruselige Länder, in denen in der Vergangenheit viel Mysteriöses stattgefunden hat. Diese Aussage von mir könnte euch jetzt vielleicht verwirren, doch ich meine sie ernst. Und wenn ihr mir nicht glauben solltet, möchte ich das Ganze heute einmal ändern. Denn ich habe für euch unterschiedlichste Mysterien aus den drei Ländern, vor allem aber Deutschland, rausgesucht und sie in einem Eisberg zusammengesammelt. Dies ist eben ein besonderes Videoformat, falls ihr das nicht kennen solltet, wo man immer und immer tiefer den Eisberg hinabgeht. Je weitere Ebenen man tiefer geht in diesem Video, desto gruseliger und seltsamer werden die Mysterien, die wir finden. Vor allem die allerletzte Ebene in den Schwärzen des Eisberges ist besonders verstörend. Also, lehnt euch zurück und hört mir zu, wie ich euch zeige, dass euer Heimatland extrem gruselig ist. Ebene 1. In dieser Ebene gibt es Mysterien, die im Vergleich zu später noch relativ harmlos sind. Die verlorene deutsche Frau. Dieses Bild aus dem Jahr 1945 schockiert das Internet. Zu sehen ist eine Frau mit Verletzungen im Gesicht. Die Haare sind zerzaust, ein Auge stark angeschwollen. Mit scheinbar leerem Blick starrt sie direkt in die Kamera, die sie ablichtet. Diese Frau wird als die unbekannte oder verlorene deutsche Frau bezeichnet oder im Original Lost German Girl und gibt bis heute Rätsel auf. Im Mai 1945 machte US Captain Orrin W. Hägglund mit seiner Kamera Fotos von den kürzlich besiegten Deutschland und seinen Einwohnern. Vor allem fotografierte er dabei Ströme an Flüchtlingen, die aus den von der Sowjetunion besetzten Gebieten in den Westen flüchteten. Meistens aus Angst vor der Roten Armee. Und dabei kam ihm auch diese Frau entgegen. Man sieht ihr an, dass sie schlimme Dinge durchgemacht hat. Doch tatsächlich ist sie eine von vielen gewesen. Warum ist sie also jetzt so besonders? Damit wir das verstehen, müssen wir ins Jahr 2008 reisen. Denn damals wurden weltweit Internetforen auf diese Frau und vor allem dieses Foto aufmerksam und man versuchte krampfhaft, sie ausfindig zu machen. Doch obwohl hunderte Leute an der Suche beteiligt waren und viele andere Personen identifiziert werden konnten, blieb nur diese junge Frau ein Rätsel und das bis heute. Niemand konnte je feststellen, wer diese junge Frau ist. Ihre Identität bleibt verborgen. Bankraub 1994. Am 8. Februar 1994 ereignete sich bei der Sielpost in Zürich ein unfassbarer Vorfall, als 5 maskierte und bewaffnete Männer Postsendungen stahlen, die einen Wert von ungefähr 14 Millionen Franken hatten. Die Tat ereignete sich um 8:30 Uhr, als die Täter in das Gelände der Sielpost eindrangen und 19 Säcke voller Wertgegenstände entwendeten und sich daraufhin aus dem Staub machten. Dies war einer der größten Raubüberfälle, den die Schweiz je gesehen hatte, doch das Besondere ist, dass dieser Vorfall nie aufgeklärt werden konnte. Obwohl man jahrelang nach den Tätern gefahndet hatte und tatsächlich auch einen Teil der Beute wieder sicherstellen konnte, ist es den Polizisten nie gelungen, die Männer zu fassen. Was unter anderem daran lag, dass scheinbar niemand diese Gruppe junger Männer erkannt hatte. Nur ein einziger Täter wurde der Polizei beschrieben. Auch wurde hinterfragt, wie die Täter in der Lage waren, so einfach das Areal zu betreten und zu entkommen, ohne dass jemand etwas unternahm. Man vermutete, dass das Sicherheitskonzept der Sielpost so miserabel gewesen ist, dass die Täter nichts zu befürchten hatten. Bis heute wurden die Täter und ein großer Teil der Beute nie gefunden. Die Tat ist im Jahr 2009 verjährt. Zimmer 35, St. Georgen. In Kärnten in Österreich gibt es ein sogenanntes Schlosshotel St. Georgen, das optisch wirklich schön und edel ausschaut. Doch in genau diesem Hotel gibt es ein Mysterium oder besser gesagt ein mysteriöses Zimmer, das sich niemand so recht erklären kann. Denn im Zimmer 35 soll angeblich ein Geist oder Dämon hausen. Seit Jahren hören Gäste nachts seltsame Geräusche, die aus dem Zimmer heraus ertönen. Manche beschreiben, dass sie ein leises Pfeifen vernehmen können, während andere angeben, dass sie Stimmen hörten, obwohl das Zimmer eigentlich leer gewesen ist.
Zudem sollen Angestellte auch mehrfach bemerkt haben, dass die Dusche im Zimmer plötzlich anging und es keine logische Erklärung dafür gab. Bis heute weiß man nicht, was mit diesem Zimmer wirklich los ist. Es gibt nur eine einzige wirkliche Vermutung und die handelt von dem Baron Kulmer, der angeblich etwas Schreckliches in diesem Zimmer widerfahren hatte und der bis heute dort sein Unwesen treibt. Klare Erklärung haben wir natürlich nicht. Außerirdische Sichtung. Das folgende ist ein Mysterium, das tatsächlich sehr aktuell ist und in jedem der drei Länder existiert. Es geht hierbei um ein Phänomen, das in den letzten Jahren immer und immer häufiger beobachtet wird. Denn auch zu Beginn dieses Jahr wurde über Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Vielzahl von UFOs erblickt. Damit meine ich natürlich nicht direkt Außerirdische, aber viele Leute aus unterschiedlichen Städten erblickten am Himmel Flugobjekte, die sie nicht identifizieren konnten. Die Sichtungen sind dieses Jahr so stark angestiegen, dass sogar unterschiedliche Nachrichtenmagazine darüber berichtet haben. Schon seit 2020 kam es weltweit, aber auch besonders in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einer Vielzahl merkwürdiger UFO-Sichtungen. Seitdem scheint die Anzahl aber jährlich zu steigen. Auch wenn die meisten UFOs erklärt werden können, es sind zum Beispiel Drohnen, Flugzeuge oder Starlink-Satelliten, so gibt es trotzdem noch viele mysteriöse Sichtungen, die einfach ungeklärt bleiben. Und damit haben wir Ebene 1 abgeschlossen und befinden uns nun in der zweiten Ebene, die schon deutlich gruseliger wird. Rudolf Diesel. Sagt euch der Name Rudolf Diesel etwas? Vermutlich nicht, aber es war ein sehr berühmter deutscher Ingenieur, der verantwortlich für die Erfindung des Dieselmotors gewesen ist. Er war also ein sehr bekannter und auch recht wohlhabender Mann gewesen. Doch über ihn, oder besser gesagt über sein Ableben, gibt es ein großes Mysterium. Am 29. September 1913 wollte Diesel mit dem Dampfschiff SS Dresden von Antwerpen nach London reisen. Die Fahrt wirkte relativ ereignislos. Doch als das Schiff am nächsten Tag im Hafen ankam, stellten die Leute vor Ort etwas Gruseliges fest. Rudolf Diesel verließ nicht das Schiff. Man fing daraufhin an, überall nach ihm zu suchen und bemerkte, dass sein Zimmer, in welches er am Vorabend gegangen war, dabei wurde er beobachtet, leer stand und es keine Hinweise auf seinen Verbleib gab. Man stellte zudem fest, dass er diese Nacht nicht in seinem Bett geschlafen hatte, da es weiterhin in einem gemachten Zustand war. Außerdem lagen seine Schlafsachen ordentlich auf dem Bett für ihn bereit. Man suchte lange nach dem Erfinder und eine Woche später gelang es dem Suchtrupp, seinen Körper aus dem Ozean zu ziehen. Doch dies löste den Vorfall nicht, denn sofort kam die Frage auf, was genau ist mit Rudolf Diesel in dieser Nacht passiert? Fiel er vielleicht aus Versehen von Bord? Schubste ihn irgendjemand oder sprang er vielleicht sogar absichtlich? Es gibt die unterschiedlichsten Theorien, was hier vorgefallen ist. Manche meinen, dass die deutsche Regierung ihn beseitigen wollte, weil er zu viel Macht hatte. Andere vermuten, dass konkurrierende Ölfirmen verantwortlich waren, während manche auf einen simplen Unfall tippen. Bis heute bleibt das Ableben dieses großen deutschen Erfinders ein riesiges Rätsel. Hitlers Globus. Es wirkt wie ein Objekt, das keine Rolle spielt. Doch tatsächlich ist der Globus von Adolf Hitler, oder besser gesagt sein Verbleib, ein großes Mysterium, das viele Menschen bis heute versuchen aufzuklären. Seit 1939 stand ein überdimensionaler Globus in der neuen Reichskanzlei in Berlin. Dort wurde er häufig von Fotografen abgelichtet und wurde sogar so berühmt, dass Charlie Chaplin eine Anspielung darauf in seinem Film The Great Dictator einbaute. Doch bis heute bleibt die Frage, wo dieser Globus versteckt wird. In Berlin gibt es eine Ausstellung, die einige Exponate aus der Zeit bis 45 zeigt und unter anderem auch diesen Globus. Nur dass viele Experten sich sicher sind, dass der ausgestellte Globus nicht das Original ist. Grund für diese Annahme ist der Sockel des Objektes, denn der Globus in der Ausstellung hat einen Sockel, der nicht mit dem von Hitlers Weltkugel übereinstimmt. Vielmehr sieht dieser Globus wie das Modell aus, das Joachim von Ribbentrop in seinem Außenministerium hatte. Angeblich soll die Rote Armee diesen Globus mitgenommen und nach Moskau gebracht haben, wo er bis heute geheim gelagert wird.
Andere vermuten, dass dieser Globus irgendwelche besonderen Geheimnisse im Inneren behält, weswegen man ihn vorsichtshalber vernichtete oder sehr gut versteckte. Genau sagen kann es niemand, doch der Verbleib bleibt weiterhin ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Das Bärenkreuz. Vor knapp 200 Jahren kam es in Österreich zu einer wirklich schrecklichen Tragödie. Denn dort besuchte ein Mann, der ein Bären dabei hatte, das Schloss Hundsturm im 5. Gemeindebezirk Margareten. Der riesige Braunbär, den er immer bei sich führte, war seine größte Attraktion gewesen, die viele Blicke auf sich lenkte. Doch genau an diesem Tag, als er das Schloss besuchte, wurden einige Nachbarsjungen auf den Bären aufmerksam. Sie fingen an, den Bären zu ärgern. Sie wollten sich einen Spaß erlauben und nervten das Tier, triezten es und reizten ihn immer und immer weiter. Daraufhin wurde der Bär irgendwann so wütend, dass er sich von seinen Fesseln losriss und seinen eigenen Besitzer beseitigte, der alles versuchte, um den Bären wieder unter Kontrolle zu bringen. Danach soll der Bär weggerannt sein. Angeblich rannte er durch die Straßen der Stadt, bis er in eine offene Wohnstube eindrang. Dort näherte er sich dann eben einer Krippe, in der ein schlafendes Kleinkind lag. Man müsste eigentlich nun erwarten, dass der Bär schlimme Dinge daraufhin getan hätte, doch genau das Gegenteil ist der Fall. Als hätte der Bär sich von der einen auf der anderen Sekunde beruhigt und völlig verändert, näherte er sich der Krippe und leckte dem schlafenden Baby über die Hände. Der Bär konnte daraufhin geschnappt werden und viele Leute fragten sich, wie es sein kann, dass dieses eben noch rasende, wütende Tier plötzlich so ruhig geblieben ist. Dadurch entstand eine Theorie, denn über der Krippe hing ein hölzernes Kreuz. Laut diesem Mysterium soll genau dieses Kreuz eine große Macht über den Bären gehabt haben, weswegen dieser nicht mehr in der Lage war, das Kind anzugreifen. Ob das stimmt, ist natürlich eine Glaubensfrage. Das Kreuz ist allerdings bis heute in der Lazaristenkirche ausgestellt. Zawu-Chawu. Dieses Mysterium können wir relativ kurz halten. Es geht dabei um ein gruseliges Pferd, das immer wieder in den Schweizer Tälern gesichtet wird. Es heißt, dass viele Wanderer und Bergsteiger ein seltsames schwarzes Pferd gesehen haben sollen, das durch die Täler und Moore streift. Dieses schwarze Pferd trägt eine seltsam weiße Mähne und scheint aus dem Nichts plötzlich aufzutauchen und kurze Zeit später wieder genauso schnell zu verschwinden. Es gibt viele Geschichten darüber. Manche beschreiben es als freundliches Lebewesen, das alten und kranken Menschen anbietet, sie mitzunehmen, während andere sagen, dass dieses Pferd Menschen reinlegen will und ihnen Schaden zufügt. Ob dieses mysteriöse Pferd wirklich in der Schweiz existiert, weiß leider niemand. Kornkreise. Kornkreise sind für viele Leute die Beweise für die Existenz von Außerirdischen. Und auch hier in Deutschland ist dieses Mysterium bereits vermehrt aufgetaucht. So schreiben wir zum Beispiel das Jahr 2016, als scheinbar über Nacht ein gigantisches Muster in den Kornfeldern bei Mammendorf in Oberbayern aufgetaucht war. Mehrere kreisartige Muster wurden nahezu perfekt symmetrisch in die Felder geschlagen. Als dies bekannt wurde, verbreitete sich die Nachricht von der außerirdischen Botschaft schnell in ganz Deutschland. Von überall kamen Schaulustige, die sich diese Kornkreise genauer ansehen wollten und teilweise sogar versuchten, auf unterschiedlichsten Wegen Kontakt mit Außerirdischen aufzubauen, jedoch ohne nennenswerte Erfolge. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass dieser Kornkreis von einem Menschen gemacht wurde, um Touristen anzulocken, gab es bereits im Jahr 2015 einen seltsamen Stern, der in ein Kornfeld in Deutschland geschlagen wurde. Und auch 2006 gab es bereits mehrere merkwürdige Formationen, die meist nur von Flugzeugen oder Drohnen gesehen werden konnten. Was wirklich hier vor sich ging und ob dies vielleicht geheime Botschaften von Außerirdischen sind, wissen wir leider nicht. Und damit sind wir nun bei Ebene 3 angekommen und kommen nun zu auch teilweise brutalen Vorfällen. Uwe Barschel. Uwe Barschel war ein deutscher Politiker und Mitglied der Christlich-Demokratischen Union. Er wurde im Jahr 1987 zum Ministerpräsidenten des Bundeslandes Schleswig-Holstein gewählt. Barschel war jedoch in einen politischen Skandal verwickelt, der wahrscheinlich zu seinem tragischen Tod führte.
Das Mysterium um den Tod von Uwe Barschel dreht sich um die Umstände seines Todes in einem Hotelzimmer in Genf in der Schweiz im Jahr 1987. Barschel wurde in der Badewanne seines Hotelzimmers tot aufgefunden. Die offizielle Todesursache wurde zunächst als Selbstmord durch Ertrinken angegeben, aber im Laufe der Zeit wurden Zweifel an dieser Version laut. Es gab viele Kontroversen und spekulative Theorien über die wahren Umstände seines Todes. Einige glaubten, dass Barschel ermordet wurde, möglicherweise aufgrund seiner Verwicklung in politische Intrigen und Korruption. Es wurde behauptet, dass Barschel in illegale Aktivitäten verwickelt war, insbesondere im Zusammenhang mit der sogenannten Waterkant-Affäre, einem Skandal um illegale Waffenlieferung. Die Ermittlungen in diesem Fall waren geprägt von Widersprüchen und Unklarheiten. Es wurden Manipulationen an Beweismitteln festgestellt und verschiedene Zeugenaussagen schienen nicht übereinzustimmen. Es gab auch Berichte über mögliche Verbindungen zwischen Barschel und dem deutschen Geheimdienst sowie über mögliche Vertuschung des Falls. Im Jahr 2012 wurde der Fall wieder aufgerollt und neue Untersuchungen ergaben, dass Barschel möglicherweise Opfer eines Mordes wurde. Es gab Hinweise auf eine mögliche Verwicklung des israelischen Geheimdienstes Mossad. Es wurde spekuliert, dass Barschel Informationen über geheime Waffenlieferungen hatte und möglicherweise erpresst wurde. Trotz dieser neuen Erkenntnisse bleibt der Tod von Uwe Barschel bis heute ein ungeklärtes Mysterium. Es gibt keine endgültigen Beweise oder Schlussfolgerungen darüber, was genau in jener Nacht in seinem Hotelzimmer geschah. Der Fall bleibt weiterhin Gegenstand von Spekulationen, Theorien und Verschwörungen. Geist im Bunker 22. Im 22. Bezirk Kagran steht ein alter verlassener Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Dieser österreichische Bunker war früher einmal ein Ort, an dem Soldaten Schutz vor Bomberangriffen suchten, und heutzutage ist er lediglich eine alte Erinnerung an den Krieg. Doch um genau diesen Bunker rankt sich ein großes Mysterium, denn vor einigen Jahren spielten einige Kinder dort und dachten, sie wären ganz alleine, nur um im Inneren dann zu bemerken, dass scheinbar im Untergrund des Bunkers ein Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg lebte, der eigentlich nicht mehr am Leben sein dürfte. Wer dieser gruselige Mann war, der dort im Untergrund lauerte, ist nicht genau bekannt. Die Kinder sagten aus, dass sie durch ein Loch in einer dicken Betonwand gekrochen waren und dann plötzlich einen Mann mit Schäferhund und einer scheinbaren Armee von Ratten gesehen hatten. Daraufhin waren sie dann schreiend weggerannt. Bis heute vermuten viele, dass die Kinder tatsächlich den Geist eines ehemaligen Soldaten gesehen haben. Dietrich von Hohenfels. Wo wir schon bei Geistern sind, sprechen wir doch mal über einen besonderen Geist, der hier in Deutschland sein Unwesen treiben soll. Es geht um einen Ritter namens Dietrich von Hohenfels, der früher einmal die Reichensteinburg in Rheinland-Pfalz mit seinen 9 Söhnen überfallen haben soll. Damals wurde er von dem Besitzer geschnappt und aus Angst, dass seine Söhne dafür getötet werden, versuchte er alles, um sie zu retten. Doch als er dann mitbekam, dass seine eigenen Kinder bereits nicht mehr am Leben waren, soll plötzlich sein Kopf von seinem Körper gefallen und zu den Körpern seiner Kinder gerollt sein. Es heißt, dass bis heute sein kopfloser Geist in dieser Burg anzutreffen ist und viele Leute hatten bereits Sichtungen mitgeteilt. Wie viel Wahrheit allerdings an dieser Geschichte dran ist, weiß niemand. Die Schatzgräber. Viele kennen vermutlich die Theorie über die geheime deutsche Militärbasis am Nordpol. Ein geheimnisvoller Ort, an den eventuell sogar Hitler selbst nach dem Krieg geflohen sein soll. Tatsächlich gibt es ein echtes Mysterium, das den Nordpol betrifft und nicht erklärt werden kann. Im Jahr 1944 wurde eine strategisch wertvolle Wetterstation der Deutschen aufgegeben, die ca. 997 Kilometer vom Nordpol entfernt gewesen ist. Diese Station trug den Namen die Schatzgräber und bis heute weiß man nicht, wieso es zu der Auflösung dieser Station kam. Die offizielle Meldung lautete, dass alle Soldaten bei der Wetterstation plötzlich erkrankt waren, nachdem sie rohes Eisbärenfleisch zu sich genommen hatten. Experten sind sich aber relativ sicher, dass diese Aussage ein recht schwacher Grund wäre, um diesen Stützpunkt komplett zu verlassen. Es wird viel eher vermutet, dass sich bei der Wetterstation irgendetwas Schreckliches ereignet haben muss, das dafür sorgte, dass alle Soldaten für immer von dort abgezogen werden.
Was aber wirklich dort geschah, wurde nie bekannt. Die Wetterstation selbst wurde erst im Jahr 1953 bestätigt. Und damit sind wir bei Ebene 4 und der vorletzten und zweitgruseligsten Ebene angekommen. Sevenmörder. Die Sevenmorde versetzen die Schweiz bis heute in Furcht und Schrecken. Dieser ungelöste Kriminalfall ist geprägt von grausamen Taten und einem Mangel an Verdächtigen, die jemals für das Verbrechen angeklagt wurden. Im abgelegten Waldeggi-Haus, das von einem dichten Wald im Kanton Solothurn umgeben ist, spielten sich an einem Pfingstwochenende im Jahr 1976 ein wahrer Albtraum ab, als plötzlich 13 Schüsse ertönten. Die Opfer waren Elsa Clara Sigrist Säckinger, 63, und ihr Ehemann Eugen, ebenfalls 63, sowie Eugens Schwester Anna Westhäuser Sigrist und ihre beiden erwachsenen Kinder Emanuel Westhäuser und Max Westhäuser. Erst am 6. Juni wurden ihre leblosen Körper von einem Spaziergänger entdeckt. Vier dieser Körper lagen im Haus, während die fünfte in einem Teppich gewickelt auf der Terrasse abgelegt wurde. Die Polizei vermutet, dass der Täter überrascht wurde, da er wohl nur Elsa und Eugen als Anwesende erwartet hatte. Um seinen Fehler zu vertuschen, beseitigte er schließlich die gesamte Familie auf schreckliche Art. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf die Suche nach Personen, die im Besitz von Winchester-Gewehren waren, da diese als Tatwaffen vermutet wurden. Schließlich wurde 1996 die Mordwaffe in den Wänden eines Hauses gefunden, das der Familie Doser gehörte. Karl Doser, der Sohn des Grundstückseigentümers, geriet daraufhin ins Zentrum des Interesses, nachdem er nur ein Jahr nach den Morden plötzlich spurlos verschwunden war. Viele Schweizer sind nach wie vor davon überzeugt, dass Doser für die Verbrechen verantwortlich ist. Trotz zahlreicher Bücher, die verschiedene Theorien behandeln, bleibt das Verbrechen für immer im Dunkeln. Leider ist die Verjährungsfrist im Jahr 1996 abgelaufen, wodurch eine offizielle Lösung des Falls unmöglich ist. Selbst wenn der Täter gestehen würde, könnte er nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Die drängendste Frage bleibt daher unbeantwortet. Warum wurden 5 Menschen auf so brutale Weise in diesem idyllischen Teil der Schweiz beseitigt? Und von wem? Elfriede Heinemann. Am 26. Mai 2000 passierte ein unvorstellbarer Raubüberfall auf der Autobahn A4 zwischen den Ausfahrten Wildeck-Höhnebach und Gerstung, als 2 Männer in das abgestellte Wohnmobil der Heinemanns einbrachen. Zuvor waren sie auf der Autobahn von einem dunklen BMW überholt worden, der sie zum Anhalten aufforderte. Laut manchen Quellen sollen die Fahrer sich angeblich als Polizisten ausgegeben haben. Dabei erbeuteten sie ungefähr 2500 D-Mark und entführten zudem scheinbar ohne Grund Elfriede Heinemann. Das Mysteriöse an diesem Vorfall ist, dass nach mittlerweile 23 Jahren absolut nichts über diesen Fall herausgefunden werden konnte. Elfriede Heinemann wurde seit diesem verhängnisvollen Tag nie wieder gesehen. Auch der dunkle BMW und seine Insassen verschwanden spurlos. Eine groß angelegte Suchaktion konnte keinerlei Informationen preisgeben und es gab auch nie irgendwie Aufforderungen, dass man Lösegeld möchte. Elfriede Heinemann wurde Jahre später aufgrund mangelnder Informationen über ihren Verbleib für tot erklärt. Niemand weiß, was wirklich mit ihr passiert ist. Die Glocke. Die Glocke, auch bekannt als die Wunderwaffe, ist ein mysteriöses Objekt, das angeblich während des Zweiten Weltkriegs von Deutschland entwickelt wurde. Obwohl es viele Spekulationen und Kontroversen gibt, sind die genauen Details und die tatsächliche Existenz der Glocke bis heute umstritten. Berichten zufolge handle es sich bei der Glocke um eine geheime deutsche Waffenentwicklung, die in einem unterirdischen Komplex getestet wurde. Manche Quellen spekulieren, dass entweder in Berlin oder Niederschlesien die Funktionsfähigkeit erprobt wurde. Es wird behauptet, dass die Glocke ein elektromagnetisches Gerät war, das eine Art Antigravitationseffekt erzeugte. Es heißt, dass die Glocke entweder einfach schweben konnte oder durch schnelle Drehung in der Lage war abzuheben. Es wird zudem spekuliert, dass die Glocke eine Vielzahl von Anwendungen hatte, darunter die Nutzung als Energiequelle, die Entwicklung von fortgeschrittenen Waffensystemen oder sogar die Erforschung von Zeitreise- und Dimensionssprungtechnologien. Das Mysterium um die Glocke wird durch widersprüchliche Informationen und das Fehlen von zuverlässigen Dokumenten verstärkt.
Es soll angeblich Zeugenaussagen von ehemaligen deutschen Wissenschaftlern geben, die behaupten, an diesem Projekt beteiligt gewesen zu sein. Aber diese Aussagen sind häufig vage und widersprüchlich. Einige Verschwörungstheorien besagten, dass die Glocke in den letzten Kriegstagen versteckt wurde, um sie vor der Eroberung durch die Alliierten zu schützen. Es wird spekuliert, dass das Objekt möglicherweise nach Südamerika oder sogar in entlegene Gebiete wie die Antarktis gebracht wurde. Trotz intensiver Forschung und zahlreicher Untersuchungen konnte die Existenz der Glocke bisher nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Einige argumentieren, dass die Glocke ein Mythos oder Teil einer psychologischen Kriegsführung sein könnte, während andere behaupten, dass es Beweise gibt, die auf ihre tatsächliche Existenz hinweisen. Das Bernsteinzimmer. Das Bernsteinzimmer ist ein legendäres Kunstwerk, das während des Zweiten Weltkriegs verschwand und bis heute nicht wieder aufgetaucht ist. Es handelt sich um einen prachtvollen Raum, dessen Wände und Möbel mit Bernsteinpaneelen, Edelstein und Gold verziert waren. Das Zimmer wurde im 18. Jahrhundert in Russland geschaffen und war ein Geschenk des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. an den russischen Zaren Peter den Großen. Im Laufe der Zeit geriet das Bernsteinzimmer in Vergessenheit und geriet während des Zweiten Weltkriegs in den Fokus Deutschlands. Im Jahr 1941 besetzten deutsche Truppen Puschkin, wo sich das Zimmer im Katharinenpalast befand. Es wird angenommen, dass die Deutschen das Bernsteinzimmer demontiert und an einen unbekannten Ort brachten, um es vor der vorrückenden sowjetischen Armee zu schützen. Trotz zahlreicher Suchaktionen und Spekulationen konnte das Bernsteinzimmer bisher nicht wieder gefunden werden. Es gibt verschiedene Theorien und Legenden über den Verbleib des Kunstwerks. Einige glauben, dass es während des Krieges zerstört wurde, während andere vermuten, dass es immer noch irgendwo verborgen liegt. Im Laufe der Jahre gab es viele Behauptungen und Berichte über das Auffinden des Bernsteinzimmers, aber keiner dieser Ansprüche wurde bislang verifiziert. Es wurden mehrere Suchaktionen und Ausgrabungen durchgeführt, um das Rätsel zu lösen, aber bisher leider erfolglos. Und damit sind wir bei der letzten Ebene angekommen. Und ich verspreche euch eins, die schlimmsten Vorfälle und die unfassbarsten Mysterien habe ich für den Schluss aufbewahrt. Der Keller in Celle. Ein wirklich unheimliches Mysterium führt uns an einen unerwarteten Ort. Nämlich soll es ein gruseliges Geheimnis über das neue Rathaus in Celle geben. Im 19. Jahrhundert erbaut, wurde es bald von den deutschen Truppen übernommen, da es dank seiner zahlreichen unterirdischen Ebenen eine große Anzahl von Soldaten beherbergen konnte. Während des Zweiten Weltkriegs diente es als ein Hauptquartier in Niedersachsen. Als die amerikanischen Truppen die Stadt einnahmen, stießen sie dann auf eine verstörende Entdeckung. Die Deutschen hatten die weitläufigen unterirdischen Bereiche geflutet und mit Beton versiegelt. Die Vermutung, dass dort Kunstwerke und andere kostbare Schätze verborgen sein könnten, ließ die US-Truppen im April 1945 einen gewagten Tauchgang in die Tiefen des neuen Rathauses unternehmen. Was sich daraufhin genau ereignete, wurde nie offiziell geklärt. Doch die Geschichte berichtet von drei Tauchern, die in die dunklen Gewässer hinabstiegen. Zwei von ihnen kehrten niemals wieder zurück und auch ihre leblosen Körper wurden nie gefunden. Der dritte Taucher jedoch kam verstört und wie von Sinnen an die Oberfläche zurück und berichtete von den Grauen, die er dort unten gesehen hatte. In den Tiefen stieß er auf mit Pentagrammen und anderen dämonischen Symbolen verzierte Wände und Decken. Er entdeckte leblose Körper, die an Stühlen gefesselt waren und an denen tierische Körperteile grausam angenäht waren. Der Taucher meinte sogar, dass er gesehen hatte, wie diese Körper sich bewegten. Und als er das bemerkte, schwamm er voller Panik zurück an die Oberfläche, verfolgt von einer unheilvoll dunklen Gestalt. Die Amerikaner beschlossen, nicht weiter in die Geheimnisse des Rathauses einzudringen und übergaben es den Briten, die die unterirdischen Ebenen erneut versiegelten. Während des Kalten Krieges beherbergte das Gebäude erneut Soldaten, diesmal NATO-Truppen. Mehrere von ihnen berichteten von unerklärlichen Phänomenen und paranormalen Erscheinungen. Bis heute können die Menschen nur schwer begreifen, welche grauenhaften und möglicherweise übernatürlichen Experimente in den tiefen Gewölben des neuen Rathauses in Celle durchgeführt wurden. Die Wahrheit bleibt im Dunkeln verborgen und fordert immer noch die Neugier und den Mut derjenigen heraus, die versuchen, das Geheimnis zu lösen.
Organdieb in Wien. Viele Leute aus Wien werden von diesem Mysterium wahrscheinlich schon einmal gehört haben. Es geht darum, dass an beinahe allen Wiener Schulen angeblich ein heller VW-Bus gesichtet wurde, in dem zwei Männer saßen und scheinbar Ausschau nach Kindern hielten. Laut einem Mysterium heißt es, dass diese Männer Kinder entführten und ihre Organe stehlen wollten. Die Faktenlage zu diesen Vorfällen ist mehr als gering und meistens sind es nur Gerüchte, die sich in Österreich erzählt werden. So gibt es zum Beispiel die Geschichte eines Mädchens, welches nur knapp den Männern entkommen konnte. Ein anderer Junge soll in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein, wo man feststellte, dass ihm eine Niere entwendet wurde. Und es gibt sogar Gerüchte über angebliche Todesopfer. Die Angst vor diesen Männern war damals trotzdem so groß gewesen, dass unterschiedliche Wiener Schulen und der Stadtschulrat eine Erklärung abgab, um Eltern über diese Vorfälle zu informieren. Es wurden Zettel und Flyer an Eltern ausgegeben, in denen vor diesem VW gewarnt wurde. Ob dies wirklich echte Vorfälle sind, diese gruseligen Männer in dem VW-Bus wirklich existieren oder alles nur Gerüchte sind, weiß man leider bis heute nicht. Der deutsche Sanitäter. Auf manchen Seiten wird das Mysterium des sogenannten deutschen Sanitäters verbreitet. Im Winter 1944 ereignete sich ein mysteriöses Geschehen, das bis heute unerklärlich ist. Zu dieser Zeit waren die Versorgungsleitungen total überlastet und ein deutscher Sanitäter stand vor einer schrecklichen Situation. Er hatte kein Plasma, keine Binden und kein Antiseptikum mehr. Die Umstände im Lager waren bereits schwierig, aber dann geriet das Lager plötzlich unter Mörserfeuer und eine Welle von Zerstörung und Chaos brach über die Männer hinein. Die Überlebenden berichteten später von einem unheimlichen und beängstigenden Detail. Zwischen den Schreien der verwundeten Soldaten und den bellenden Befehlen ihres Lieutenants hörten sie ein diabolisches Lachen, das fast wie das gackernde Lachen eines Mädchens klang. Trotz des Bombardements setzte der tapfere Sanitäter seine Arbeit fort. Inmitten der Dunkelheit und des Chaos bewegte er sich durch das Lager und versorgte die Verwundeten, obwohl seine Vorräte nahezu erschöpft waren. Niemand konnte erklären, wie er es schaffte, in dieser verzweifelten Situation immer noch genügend Versorgungsmaterialien zu haben. Als das Bombardement schließlich endete und die ersten Strahlen der Morgensonne das Lager erleuchteten, wurden die Männer von einem entsetzlichen Anblick empfangen. Sie entdeckten, dass ihre Verbände nicht aus gewöhnlichen Binden bestanden, sondern aus Stücken und Streifen menschlichen Fleisches. Einige Männer hatten sogar Bluttransfusionen enthalten, obwohl es keine Blutkonserven mehr gab. Die Überlebenden waren von Kopf bis Fuß mit dem rötlich-braunen Blut bedeckt. Der Sanitäter wurde schließlich auf einer Munitionskiste sitzend gefunden, regungslos und in den Weltraum starrend. Als ein Soldat ihm auf die Schulter klopfte, fiel sein Waffenrock herab und enthüllte ein grauenhaftes Bild. Seine Haut, Muskeln und Sehnen waren fast vollständig von seinem Körper abgeschnitten, mit getrocknetem Blut bedeckt. In seiner Hand hielt er ein Skalpell und in der anderen eine Bluttransfusionsampulle. Es heißt, dass keiner der behandelten Männer den nächsten Monat überlebte. Doch so gruselig dieses Mysterium und diese seltsame Gestalt, diesen seltsamen Sanitäter auch ist, konnte ich keinerlei Beweise finden, dass dieser Vorfall tatsächlich stattgefunden hat. Ich selber kannte diese Legende allerdings schon, und zwar als Creepypasta, und vermute, dass es eigentlich nicht mehr ist als das. Ich gehe davon aus, dass es einfach nur diese gruselige Horrorgeschichte gab, die manche Leute als Fakt gesehen haben, aber wer weiß. Vielleicht liege ich auch falsch und den gruseligen Sanitäter, der es irgendwie geschafft haben muss, seine eigene Haut als Verbände zu benutzen, hat es wirklich gegeben. Tristan Brübach. Die Geschichte von Tristan Brübach, einem Jungen aus Frankfurt am Main, der 1998 ermordet wurde, fesselt bis heute die Gemüter, denn sein Fall ist nach wie vor ungelöst. Tristan wuchs nach dem tragischen Tod seiner Mutter in den Vororten von Frankfurt auf und galt als schüchtern, aber gleichzeitig weltoffen. Besonders hatte er eine Leidenschaft für Tiere. Der Tag seines Todes begann scheinbar ganz normal, als er zuletzt lebend in einem Park in der Nähe eines Bahnhofs gesehen wurde. Doch später fanden Kinder seinen leblosen Körper in einem Fußgängertunnel. Ein grausamer Anblick, den ich an dieser Stelle nicht genauer beschreiben will. Trotz intensiver Ermittlungen blieb der Fall über viele Jahre hinweg ein Mysterium. Falsche Spuren und spekulative Informationen erschwerten die Suche nach dem Täter.
Im Jahr 2016 tauchte nach dem Tod von Manfred Seel ein möglicher Verdächtiger auf, als seine Tochter menschliche Überreste und Tagebücher fand, in denen Morde beschrieben und skizziert waren. Doch später wurden Unstimmigkeiten entdeckt, die Manfred Seel als Verdächtigen in Tristans Fall ausschlossen. Der Hauptverdächtige in Tristans Mord wird als Mann beschrieben, der eine gespaltene Lippe oder eine Narbe an der Oberlippe hat und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein soll. Mehrere Zeugen behaupten, diese Person gesehen zu haben, aber bisher konnte niemand, der dem Phantombild entspricht, identifiziert werden. Es gab auch merkwürdige Vorfälle, wie einen unbekannten Anrufer, der das Verbrechen gestand, dessen Identität jedoch unbekannt blieb. Zusätzlich zu all dem geschah etwas Beunruhigendes, als eine unbekannte Person nahe Tristans Grab grub, was die Ermittler glauben ließ, dass es sich um den Täter oder eine geistige gestörte Person handeln könnte, die vielleicht irgendwie an den Körper wollte. Um den Mörder von Tristan zur Rechenschaft zu ziehen, wurden verschiedene Belohnungen ausgesetzt, um Informationen zu erlangen. Dies zeigt das anhaltende Bemühen, den Fall aufzuklären. Trotz aller Anstrengung bleibt das Rätsel um Tristan Brübachs Ermordung bestehen und sowohl seine Familie als auch die Ermittler suchen weiterhin nach Abschluss und Gerechtigkeit. Und das war der gruselige Eisberg, gefüllt mit Mysterien aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Schreibt gerne in die Kommentare, falls eines dieser Videos so interessant war, dass ich darüber ein ganzes Video machen soll. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.